Ich entwickle ein Spiel in einem Schloss. Am zweiten Tag haben wir angefangen, coole Assets für das Spiel zu zeichnen. Der Charakter sieht jetzt so aus. Außerdem brauchten wir noch eine besondere Mechanik, um das Spiel einzigartig zu machen. Am Ende haben wir einen Super-Speed-Modus erstellt. In diesem Mode ist man nicht nur deutlich schneller, sondern bounced auch noch so cool von den Wänden. Damit rumzuspielen, macht auf jeden Fall schon mal ordentlich Spaß.